Hope, liebe Leute. Bevor es mit dem Interview losgeht, wollte ich nur eine kleine Vorwarnung geben, dass der Sound an manchen Stellen leider nicht so gut klingt, weil es ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme gab. Deswegen musste ich manchmal leider den Sound, der von den Mikros aufgefangen wurde, ersetzen durch den Sound, der von der Kamera aufgenommen wurde. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert, warum der Sound mal besser und mal schlechter ist. Bitte seht es uns nach, das war das erste Interview, was wir in der Form geführt haben. Und ich konnte sehr viel dabei lernen. Passiert definitiv nicht nochmal. Ich wollte euch aber das Interview trotzdem nicht vorenthalten, weil ich es sehr interessant fand. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören oder Schauen des Interviews mit dem offiziellen Guinness-Weltrekordhalter Markus Kubitz. Hallo, liebe Leute. Wir befinden uns hier in Dresden, genauer gesagt in der Rösselstube, mit dem Markus, der die Philosophie des Pit Report genommen hat und sie ins Guinness-Buch der Rekorde gestellt hat. Markus, das kommt hallo, zusammen, glaube ich. Was hast du getan? Ja, ich habe einen Guinness-Weltrekord aufgestellt für die meisten Konzertbesucher in einem Jahr. Das waren wie viele Konzerte? 183. 183 Konzerte in einem Jahr. Das ist für den Laien jeder zweite Tag. Ja. Genau. Das ist ein kleines bisschen mehr, weil 182,5 wäre genau die Hälfte von 365. Also wirklich mehr als jeden zweiten Tag, aber halt minimal. Du hast dabei 389 verschiedene Artists gesehen. Das hat nicht nur unser Interesse geweckt, sondern auch das der nationalen Medien, die dich bei deinem letzten Konzertbesuch in Leipzig quasi mit der Kamera begleitet haben. Und das Ganze lief dann auch im ARD-Mittagsmagazin. Wie war das für dich, dich so im ARD, in der ARD zu sehen? Also, grundsätzlich, dass ich einen Weltrekord mache, hat natürlich den ein oder anderen generell interessiert. Und dann hat man natürlich so über das Jahr verteilt dann immer mal hier eine lokale Zeitung, da mal ein kleiner Radiosender und sowas, aber alles so, ich sag mal, im Bereich des, ja, da kennt man einen, der hat das schon mal gemacht, Bereich. Ende des Jahres so, Anfang Dezember kriege ich eine E-Mail, ne, hallo, guten Tag, ich bin Redakteur beim MDR, ich habe deinen Weltrekord gesehen, ich finde das total geil, können wir da mal irgendwie was drehen? Habe ich natürlich gesagt, ja, generell, was schwebt euch denn vor? Ja, irgendwie mal bei so einem Konzert dabei sein, wäre schon ganz cool. Und ja, im Endeffekt haben sie mich dann komplett bei dritte Wahl mit einem kompletten Kamerateam begleitet. Das war halt, das war wirklich crazy. Das mit Inkognito und ich bin einfach mal beim Konzert, das war da nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in den Beitrag rein, weil da kriegt man schon mal so einen ganz guten Überblick über dein Achievement, was du da geleistet hast letztes Jahr. Und dann gehen wir mal richtig in-depth rein und holen mal raus, was da so für Erfahrungen dabei waren. Fühlen Sie sich bei dem Bild nicht auch sofort mittendrin und gleich so ein bisschen heiser vom Mitsingen? Ja, ich mich schon, aber man muss sich so ein Konzert auch leisten können. Gerade die Auftritte der großen Stars werden ja immer teurer. Da kostet ein Konzertabend schnell so viel wie ein Kurzurlaub. Warum das so ist, besprechen wir gleich mit unserer Börsenredaktion. Aber vorher stellen wir Ihnen einen Mann vor, der geht so oft auf Konzerte, dass er gute Chancen hat, damit im Guinness-Buch der Rekorde zu landen. Gestern Abend in Leipzig. Markus Kubitz ist in seinem Element. Die Punkrockband Dritte Wahl aus Rostock spielt vor ausverkauftem Haus. Es ist sein 183. Konzert in diesem Jahr. Damit will Markus ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja, das Guinness-Buch ist einfach das bekannteste Buch oder die bekannteste Institution für Weltrekorde. Und da bot sich das einfach an. Solche Szenen waren vor 2 Jahren noch undenkbar. Sein Weltrekordversuch ist deshalb auch eine Reaktion auf die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Ich habe wirklich ganz klar gemerkt, wie es mir auf die Psyche gegangen ist. Also es war für mich auch wirklich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss auf Konzerte gehen, sonst werde ich wahnsinnig. Seine Konzertbesuche quer durch Deutschland dokumentiert er akribisch. Nach jedem Konzert sammelt er Unterschriften und Kontaktdaten anderer Besucher, die auf Nachfrage belegen können, dass er wirklich beim Konzert war. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 116 Konzerten. Ich glaube, ich liege ganz gut im Rennen, aber ich habe keinerlei Informationen, ob jetzt sonst noch jemand den Weltrekord versucht. Zumindest nicht vom Guinness-Buch. Und damit weiß ich nicht, ob eventuell jetzt morgen jemand mit 200 Konzerten einreicht. Dann war tatsächlich dieses Jahr für die Katz. Ich gehe aber natürlich davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ob er es wirklich ins Guinness-Buch der Rekorde schafft, erfährt er im neuen Jahr. Als IT-Spezialist kann Markus oft im Homeoffice arbeiten, also auch von anderen Städten aus.
hilfreich für seinen Weltrekordversuch. Für seine Planung hat er extra eine Website gebaut. Es geht mir wirklich teilweise wie eine Band, dass ich dann sage, welcher Tag ist heute eigentlich, wo muss ich hin? Das nimmt mir das System in dem Moment ab, dass ich das da hinterlege und das Ganze synchronisiert dann tatsächlich auch mein Handy, dass ich dann genau weiß, alles klar, heute dann und dann Abfahrt zu dem und dem Veranstaltungsort. Knapp 6.000 Euro hat Markus in diesem Jahr nur für Konzerttickets ausgegeben. Die Band, die er vor dem Konzert trifft, ist beeindruckt. Im neuen Jahr will es Markus etwas ruhiger angehen lassen, sich wieder stärker anderen Hobbys widmen, fotografieren oder Theater spielen. Aber auch, um Geld zu sparen, denn so viele Konzerte gehen ganz schön ins Geld. Sagt er und war schon wieder auf 12 Konzerten. Ja, das mit den anderen Hobbys, wie läuft das so? Ja, ich höre, es gibt sie noch. Ja, also ich sag mal so, Fotografie kann man einfach machen, easy. Ich könnte jetzt sofort rausgehen und irgendwelche Fotos knipsen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Beim Theater war ich tatsächlich jetzt schon wieder in Anführungsstrichen aktiv dabei, weil ich jetzt bei der Gruppe die Technik gemacht habe bei einem Auftritt. Und heute dann das 12. Konzert dieses Jahr, weil man wollte es ja ein bisschen ruhiger angehen. Wir haben ja schon Mitte Februar. Ja, das ist auch so. Also letztes Jahr um die Zeit war ich schon bei fast 20. Boah, gut, ne? Da ist noch einiges möglich. Also ich kann noch verargumentieren, dass ich es wirklich dieses Jahr ruhiger angehen lasse, aber ruhiger ist halt auch immer relativ zu sehen. Stats von deinem Weltrekord sind schon beeindruckend, also 183 Konzerte, so viel habe ich zwischen 2011 und 2022 insgesamt gehabt. Du warst auf 5 Festivals noch dazu. Du hast also insgesamt 476 Gigs von 389 verschiedenen Artists gesehen und dabei 5.500 Euro geblecht. Also mit Festivals sogar doch nochmal ein bisschen mehr. Also da bin ich da sogar knapp über 6.000 gekommen, glaube ich. Und dafür bist du auch noch 35.000 Kilometer circa durch die Landen gefahren. Da stellt sich jetzt der ein oder andere vielleicht die Frage, warum? Also war es jetzt wirklich... Warum nicht? Ich sehe das wie du, aber war es jetzt wirklich einfach so eine Corona-Überkompensation oder gab es irgendwie schon ein größeres Ziel auch dahinter? Oder? Ja gut, also ich sag mal so, das Ziel ist eine Urkunde an der Wand. Realistisch betrachtet war ich vor Corona auch gerne auf Konzerten, lange nicht so viel. Also das muss man jetzt auch mal ehrlicherweise zugestehen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die, ich sag mal, aufs Leben gerechnet auch deutlich mehr Konzerten waren als ich. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich habe jetzt schon 7.000 Konzerte besucht in meinem Leben. Das kann man jetzt nicht behaupten. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, wie viele es sind. Ich habe es halt nie mitgezählt. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich hätte, ob du da einen Überblick hast. Aber schade. Überhaupt gar nicht. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht 500. Also jetzt. Weil bei mir sind es genau 216. Ich war auf 62 Festivals und habe insgesamt 1062 Gigs gesehen. Aber ich habe halt auch von Anfang an Buch geführt. Ich wollte gerade sagen, da hast du wirklich von Anfang an Buch geführt. Ist aber auch schon eine beeindruckende Zahl. Ich habe halt nie Buch geführt. So. Das war halt, ich habe auch, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, wirklich in der Pampa in Ostfriesland gewohnt. Das war halt ja konzertetechnisch schwierig. Da hast du auch mal ein Jahr gehabt, da bist du halt nur auf 2 Festivals gefahren und das war's. Aber grundsätzlich Live-Musik genossen habe ich halt schon immer. So, dann kam Corona und du sitzt halt die ganze Zeit zu Hause und weißt nicht, was du mit dir tun sollst. Wem sagst du das? Ja, und dann ging es los letztes Jahr im Mai, oder vorletztes Jahr im Mai, wir haben schon 2024, ging es, ja, quasi die Beschränkungen wurden aufgehoben und das weiß ich noch, Electric Callboy im Haus Auensee war das erste Konzert, was wieder ging. Da ist er natürlich gleich mit einem Brecher eingestiegen. Das war jetzt natürlich, ich sag mal, nicht einfach nur in der Ecke stehen und genießen. Das war gleich schon volles Rohr. Ja, und habe ich gemerkt, okay, es ist halt immer noch geil. Im Gegenteil, ich will mehr davon. Und vorletztes Jahr dann wirklich gesagt, okay, ich renne jetzt gefühlt auf jeden Gig, der irgendwie zu erreichen ist, weil immer diese Angst im Hinterkopf schwebt, im Herbst machen sie wieder zu. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, okay, jetzt im ganzen Sommer von einem Konzert aufs andere gerammelt. Und dann war so der beflügelte Spruch im Freundeskreis, ja, und nächstes Jahr machst du Weltrekord. Ja, klar, ich mache Weltrekord, dann hast du sie noch alle. Wo liegt eigentlich der Weltrekord? So, und es war dann wirklich aus so einer Bierlaune raus,
so abends beim Trinken. Eine Schnapsidee. Ja, das ist wirklich literally eine Schnapsidee. Das ist, wo liegt eigentlich der Weltrekord? Damals lag er noch bei 65 Konzerten. Machbar. Machbar, dann hast du auch noch diese einfachen Sprüche. Ach, ein Festivalwochenende, easy, ne? So, Festivals zählen ja nicht mit rein. Das weiß man aber erst, wenn man die Rekorde bekommt. Ja, genau, also es war wirklich... ja, in Anführungsstrichen so ans Rockharz gedacht, da waren 45 Bands. Bands, die ich gesehen habe vorletztes Jahr. Und da habe ich gesagt, ja gut, also einmal Rockharz und 20 nochmal irgendwie so. Also Rockharz, Full Force, Thema ist durch. Ja. So, habe ich das Ding. Easy. Ja, dass da irgendwo ein Haken dabei ist, haben wir uns schon gedacht. Aber dann trotzdem, der Abend schreitete voran, die Gläser wurden leerer und irgendwie bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Wo bin ich eigentlich und wieso bin ich für so einen Weltrekord angemeldet? Und ja, dann hast du den Salat und dann musst du jetzt auch natürlich liefern. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was geht, was machen wir da? Und dadurch, dass immer trotzdem die Angst im Hinterkopf geblieben ist, okay, diesen Sommer oder diesen Winter hat es gehalten mit Corona, habe ich das nächstes Jahr nicht nochmal, kann ich mir nicht sicher sein. Also schon wirklich dann von Anfang an rangeklotzt. Anfangs war auch mein Ziel 100, Ende des Jahres wäre schon irgendwie cool, 120 oder 130, dann habe ich es verdoppelt, das wäre schon cool. Dann habe ich mir gedacht, ach, 100 vor der Festivalpause wäre eigentlich auch ein Ding. Ja, hat nicht ganz geklappt, aber ich glaube, ich war bei 92 oder sowas, also es war knapp. Du hast ja die Regeln gerade schon kurz angeschnitten, die waren ja dann quasi wahrscheinlich schon vorgegeben, wenn es diesen Rekord schon gab. Ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen, auch auf deiner Website, Link in der Videobeschreibung. Ein Konzert ist gleich eine musikalische Darbietung vor zahlendem Publikum, also es muss öffentlich zugänglich sein. Genau. Ein abgeschlossener Bereich, mindestens 200 Leute Kapazität, aber es muss natürlich nicht ausreichen. Genau, sie müssen nicht da sein, aber es muss quasi gewährleistet sein, dass 200 Menschen in den Saal reinpassen. Damit wollen sie halt einfach ausschließen, dass jetzt hier irgendwie in der Kneipe oder sowas ein Konzert stattfindet. Du musst die Tickets alle original gekauft haben? Jein, das ist so ein bisschen Grauzone. Okay. Es steht drin, dass ich für den Eintritt selbst aufkommen muss. Dass ich es aber auch, also wirklich auch kaufe und Geld also dafür muss. Auch geschenkt bekommen oder so. Genau, oder? Ja. Das ist nicht definiert. Gästeliste ist halt so ein bisschen Grauzone, weil man darf da jetzt nicht steht, arbeiten. Genau, oder, es steht explizit drin, dass man nicht dort arbeiten darf und wenn man freien Eintritt bekommt, keine Gegenleistung erbringen darf. Also der Punkt, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin, ich sag mal, Musikjournalist, schreibe eine Review über die Geschichte, genau. Schreibe dann eine Review danach und bin dann auf, sagen wir mal so, vielleicht 250 Konzerten, zwinker, zwinker. Dann ja, ist das Ganze vielleicht schon ein bisschen fragwürdig den Regeln gegenüber. Scheiße, dann ist es ja tatsächlich schwieriger als gedacht, deinen Rekord zu knacken. Ja gut, dann muss ich mir da vielleicht nochmal zu überlegen. Also aus Versehen bricht man ihn nicht mehr. Ja, okay, ja, dafür hast du, glaube ich, gesorgt. Also so Release-Konzert von Kraftklub zum Beispiel hier vor der Scheune in Dresden wäre auch nicht... Tatsächlich nicht. Also Kraftklub ist auch da mein liebstes Beispiel. Ne? Irgendwie in Leipzig, in Plagwitz, einfach auf der Straße in Halle am Güterbahnhof in Dresden. Die machen ja ständig solche geilen Gigs. Super Geschichte, zählt nicht. Ärgerlich. Also sowas mache ich dann gerne on top. Aber klar, ich kann es nicht erzählen. Weißt du, wie viel du ungefähr für dieses ganze Projekt ausgegeben hast? Also wir haben es ja schon angeschnitten, so 6.000 Tickets, dann 35.000 Kilometer Fahrt. Boah. Will ich jetzt gar nicht schätzen, wie viel das ist. Ja, ich habe den Fehler mal gemacht. Also tatsächlich genau beziffert habe ich es nicht. Ich war extrem sparsam, was, ich sag mal, Drinks und jetzt irgendwie Merchandise angeht. Also ich habe mir, ich glaube, 3 T-Shirts selber gekauft. Ich habe ein paar dann tatsächlich von den Bands geschenkt bekommen. Das war sehr nett. Das war ganz cool. Aber 3 Shirts habe ich mir selber gekauft. Ansonsten habe ich mich mit Merchandise komplett zurückgehalten, weil wie? Irgendwann ist es halt auch echt die Ende. Und ja, Drinks halt auch so gut wie möglich vermieden. Ich habe wirklich hinten im Auto so eine kleine Kiste mit komplett Wechselklamotten, ein paar Energieriegel, bisschen was zu essen. Basics. Also wirklich... So ein Survival-Kit. Und aus dem Pit kommt und erstmal so richtig Pappmaul hat, man kennt. Ja, genau, also wirklich so ein Survival-Kit. Dass ich halt ankomme und sage, okay,
ich muss mir dann nicht nochmal irgendwie ein Bier für 5 € plus dann irgendwie in der Venue holen. Deswegen und nur deswegen glaube ich, dass ich noch knapp unter 15.000 € landen kann. Boah. Conny stellt gerade alle Nackenhaare zu Berge. Ja, aber ansonsten, also wenn man da jetzt auch noch rechnet, dann irgendwie nochmal hier ein Bier, nochmal da ein Bier oder sowas, also dann ist das halt auch. Also alleine Spritkosten waren nochmal, ich glaube, 8,5 oder irgendwie sowas, die da geregelt waren. Das war alles irgendwie Erspartes oder wie finanziert man das? Also Vorteil bei mir, wir haben es im Beitrag ja schon gerade kurz gesehen, bin halt in der IT. Das ist per se ein gut bezahlter Job. Das Geld kann man natürlich auch ganz gut unter die Leute bringen mit so einem Hobby. Also es war schon so, dass ich viel von meinem Gehalt, um nicht zu sagen alles oder gar mehr, da reingebuttert habe und dann den Rest halt, ja, quasi kein Motorrad, keine Tattoos dieses Jahr, sondern Konzerte, Konzerte, Konzerte. War dann am Ende auch noch ein bisschen Geld für eine gute Physiotherapie übrig? Oder, Tatsächlich bräuchte ich die wirklich mal, die habe ich mir noch. Glaube ich auch. Ja, also ich sag's mal so, ich nag jetzt trotzdem nicht komplett am Hungertuch, aber es hat sich natürlich schon komplett bemerkbar gemacht. Also es ist definitiv nichts, dass man sagt, so, keine Ahnung, vom Bürgergeld oder jetzt irgendwie, man arbeitet nur 20 Stunden die Woche in einem nicht gut bezahlten Job, dann ist das, glaube ich, finanziell einfach die falsche Entscheidung, so einen Weltrekord zu machen. Weil man kriegt es tatsächlich auch nicht bezahlt. Ich habe die Urkunde bekommen, aber das Guinness-Buch hat da jetzt nicht den Punkt, so, hey, du hast es geschafft, hier ist ein großes Preis. Wir kriegen ja auch genug bescheuerte Anfragen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, absolut. Stichwort Physiotherapie, wie ging es deinem Körper in der Zeit? Also ich meine, ich kenne das so von mir, wenn ich irgendwie 3 Konzerte in Folge hatte, dann ist schon je nach Intensität des Pits auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus. So. Aber ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. So, das muss ja schon auch seine Spuren hinterlassen haben, oder? Ja gut, also ich sag's mal so, es ist ja deine freie Entscheidung, in jedes Pit zu gehen. Manchmal geht es auch einfach nicht anders. Das fühle ich sehr. Also ich habe dann auch schon diese Momente gehabt, wo ich auf dem Konzert stehe und denke so, heute machst du den ruhigen. Ja, sagt er auf NSOK in Dresden. Ganz gute Idee. Heute machst du den ruhigen. Ja, natürlich mache ich keinen ruhigen. So, keine Chance. Aber tatsächlich bei einigen Konzerten war es dann so, dass ich echt gesagt habe, okay, ich stehe irgendwo hinten, hol mir dann vielleicht doch mal eine Cola und schlürf die dann so durchs Konzert, genieß die Musik und sag, das war's dann am Ende auch. Und fairerweise, nicht alle Konzerte waren jetzt, ich sag mal, Pit-Konzerte. Ich war ja auch bei, Aweck fällt mir gerade ein, das österreichische Singer-Songwriterin, die sitzt halt wirklich mit einer Gitarre einfach nur da und spielt ein bisschen. Das war coole, handwerklich gemachte, gute Musik. Das war alles cool, aber das war jetzt halt nicht, dass man sagt so, klar, Moshpit auf, let's aber go. Aber du musst ja trotzdem stehen und so. Also, nicht ja. Also Füße sind auch tatsächlich das, wo ich sage, da merkt man es am meisten. Ah, okay. Also nochmal würde ich das nicht ohne gutes Schuhwerk machen. Mhm. Und hast du dich manchmal auch irgendwie überwinden müssen, zu den jeweiligen Konzerten zu gehen? Oder hat es dich manchmal genervt, so dass du dachtest, shit, heute wieder irgendwie 4 Stunden nach Prag fahren oder was weiß ich, nach München und dann halt auch irgendwie über da zu pennen und so? Ja, ich meine, genervt würde ich es nicht sagen, aber es war schon anstrengend. Weil du musstest ja, wir haben das ja, danke, dass du es mitgebracht hast, wir haben das hier, du musstest das ja auch alles feinsäuberlich dokumentieren. Das ist nur einer von 2 Ordnern. Du kannst ja mal kurz was dazu sagen und ich zeig das mal. Aber genau. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch manchmal irgendwie so ein bisschen lästig war, oder nicht? Also das war tatsächlich das, was mit am lästigsten war, genauso wie ich muss die Scheiße ja natürlich auch irgendwie, ich darf doch Scheiße auf deinem Kanal sagen. Ja, natürlich. Scheiße. Ansonsten hätte ich mich nicht einladen dürfen. Natürlich. Also ich musste natürlich auch gucken, dass ich mir das Ganze irgendwie unterschreiben lasse. Also auf jedem Konzert 2 random Dudes oder Dudettes. Ich weiß gar nicht, was die englische Form von einem weiblichen Dude wäre. Dude, aber... Genau. Also immer quasi 2 Leute finden, die dann ankommen und mir das Ganze bezeugen, dass ich auch wirklich da war und dass das Konzert auch den Regeln entspricht. Also Sprichwort 200 Leute in den Saal passen und so weiter. Das Ticket mit dazu aufheben, also das ist wirklich jetzt quasi die ersten 100 und im anderen Ordner nochmal die zweiten 83.
Und ja, dann auf dem Konzert mit währenddessen immer noch mal ein paar Videoclips machen, ein paar Fotos machen, dass ich auch wirklich beweisen kann, dass ich die ganze Zeit dann vor Ort war. Und als jemand, der das selber auch, ja, ich sag mal, nicht gut findet, wenn die Leute dann da sitzen und die ganze Zeit das Handy hochheben, ja, war schon ein bisschen nervig, aber ich muss gestehen, ich hatte nur eine einzige Person, die mich tatsächlich ein bisschen blöd angemacht hat, so jetzt nimm doch mal das Handy runter und ja, ich sag mal so, ich habe den alten Pulli wieder angezogen. Hast du es kaputt gemacht? Hast du es geschafft? Das ist zu voll, das war es doch zu viel Konzert. Ich wollte ja sagen, es ist wirklich. Das ist hier irgendwie rausgeflutscht. Ich mach das hier kurz wieder schön. Alles so gut. Viel Zeit muss sein. Tatsächlich habe ich den jetzt auch nur noch, nachdem du gesagt hast, du wolltest ihn nochmal haben, noch nicht ausgeräumt. Dadurch, dass es jetzt alles eingetragen ist und ich den Rekord habe, werde ich jetzt auch die beiden Ordner dann, ja, ich sag mal, entsorgen. Da ist das Ding. Ja, das ist dann das Ergebnis des Ganzen. Also dafür hast du jetzt die ganzen Mühen und Kosten quasi auf dich genommen. Das ist richtig. Wie fühlt sich das an, wenn du hier auf diese Urkunde guckst und offizieller Guinness Weltrekordhalter bist? Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Dankeschön. Es ist auf jeden Fall fucking surreal. Also ich habe das Ding ausgepackt und habe mir gedacht, okay, what the fuck? So, ich habe das Ding erstmal angucken müssen und einfach nur lachen müssen. So, ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Wild. Ja, ich glaube, also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich so als Sechsjähriger, wir hatten auch so ein Guinness-Buch zu Hause und irgendwie, ich glaube, wir haben alle mal hat irgendwann, jeder. Ja, wir haben alle gedacht, ja, irgendwann stehe ich da mal drin. Ja. So, und du, also ob du jetzt ins Buch kommst oder nicht, steht da tatsächlich irgendwie nicht fest. Ne? Genau, also ins Buch kommen ist immer so die Sache. Das Buch ist ja, man kennt's, entsprechend dick, die können jetzt keinen Harry-Potter-Band da draus machen und vor allem, man kann ja wirklich Rekorde für jeden Scheiß einreichen und niemand hat jetzt Bock, so ein Harry-Potter-Band und dann steht da 400.000 Mal drin, die meisten Donuts abgeleckt oder irgendwelche anderen schwachsinnigen Rekorde. In Klammern, viele werden bestimmt auch meinen Rekord für absolut schwachsinnig halten, aber sei es drum. Die soll ja selber mal bei sich anfangen. Ja, ne, aber Spaß. Aber so grundsätzlich, also es ist, weil immer im Ermessensspielraum der Redaktion, dass sie dann sagen, okay, sie suchen die coolsten, spektakulärsten Rekorde raus, die letztendlich dann auch für Auflage und Kaufzahlen in dem Buch sorgen, weil das ist deren Haupteinnahmequelle. Und von daher, ja, ist es nicht sicher, dass das Ganze auch letztendlich im Buch steht. A, aus dem Grund und B, natürlich irgendwann September, Oktober ist Druckschluss. Wenn der Rekord dann gebrochen wird, dann halt auch nicht. Hm. Wonach hast du denn deine Konzertbesuche jetzt ausgewählt? Also natürlich klar, Datum und wo habe ich Zeit, aber ja, du kommst ja schon eher so aus dem Metal-Bereich. Und wenn man sich jetzt diesen Ordner mal durchguckt, da sind sehr viele Konzerte dabei, die mit Metal relativ wenig zu tun haben. Du musstest dementsprechend natürlich auch viele Bands irgendwie, oder musstest, durftest viele Bands sehen, die du überhaupt nicht kanntest. Wie war so deine Erfahrung damit und generell auch mit der Planung? Also tatsächlich, Bands anzugucken, die ich vorher noch nicht kannte, hat sich zu einem, ich sag mal, neuen Hobby entwickelt, wo ich echt sage, geilste Idee ever. Da kann ich nur jeden dazu ermutigen. Man drückt es immer so weg, so diese Insta-Werbung. Hey, wir sind in deiner Nähe. Ja, okay, cool, geh weiter, dich kenne ich nicht. So, ganz ehrlich, guckt euch die Scheißwerbung an. Egal, wie kacke sie gemacht ist, guckt sie euch mal an. Hört mal in die Songs rein. Wenn euch 2, 3 Songs auf Spotify von dem Artist gefallen und die Karte jetzt halt nicht gleich 100 Euro kostet, aber gerade bei den Kleinen, ich habe gestern erst wieder eine Karte gekauft für 18 Euro. Ganz ehrlich, let's go. Also ich habe sehr, sehr, sehr wenig Konzerte gehabt, wo ich gesagt habe, das war halt wirklich jetzt nicht gut. Eins habe ich gesagt, das war richtig scheiße. Da kommen wir, gleich noch dazu. Ja. Das ist ein spezielles Thema. Ansonsten habe ich gesagt, es war dann mal so, dass ich sag mal, was anderes erwartet habe. Ein Konzert ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, ob die alle stoned waren. Auf jeden Fall war das irgendwie so sehr experimentell auf der Bühne. Fand ich jetzt auch nicht so richtig gut, weil es fühlt nicht wirklich im Takt war alles. Aber ansonsten war es halt mal, dass ich ankomme, ja, okay, live jetzt nicht so mein Fall. Aber das war das Schlimmste, was ich jetzt irgendwie sagen konnte. Dass man jetzt irgendwie sagt, absolut grottige Musik oder sowas, überhaupt nicht. Gut, ab und zu, wenn ich jetzt mal gesagt habe, ich muss ja entsprechend frei sein in meiner Wahl. Ich habe einen breiten Musikgeschmack, hilft extrem. Ja. Also ich habe nur Bands besucht,
wo ich wirklich mal bei Spotify reingehört habe und gesagt habe, okay, klingt cool. Da waren aber halt auch so Dinge dabei, ich habe das Video letztens erst hochgeladen, Jeremias hat mir vorher auch gar nichts gesagt. Ja. Keine Ahnung, wer das ist. Jeder würde sagen, man hat auch nicht so viel verpasst, aber... Ja, ne, also das Ding ist, ich habe halt nur gesehen, spielt im Haus Auensee, ich habe nichts an dem Tag. Okay, ich höre mal 2, 3 Songs rein. Ich habe Spotify angehört und wie gesagt, ich habe mich sonst mit dem Artist null beschäftigt. Ich komme da rein, heb den Altersdurchschnitt so mal so 15 Jahre locker an, wo ich mir dann dachte, okay, scheint irgendwie doch so Musik für kleine Mädels zu sein. Okay, muss ja nicht schlimm sein, dachte ich mir. Ich habe kein Konzert jemals gehabt, wo mehr Unterbrechungen waren. Also wirklich bei der absoluten Ballade, da war keinerlei Action. Also das höchste der Gefühle waren Handy hochhalten, mit ein bisschen Licht machen, sind 3, 4 Mädels umgeklappt, die von den Sunnies rausgeholt werden mussten. Also wirklich nach jedem Song. Und teilweise dazwischen auch. Das ist etwas, wo ich sage, musikalisch, handwerklich gut gemacht, kann man nichts sagen, man konnte sich's echt anhören, aber ich würde nicht nochmal auf ein Konzert gehen, der Crowd wegen, weil ich echt sage, das ist so, nee. Okay, krass. Das war einfach anstrengend. Ja, das kann ich nachfühlen. Die längste Streak, die du hattest, quasi aufeinander folgend, waren 34 Konzerte in Folge. Dabei war aber eine Vorstellung irgendwie von deiner Theatergruppe oder von dir selbst? Ja, genau. Also ich formuliere es immer so, also wenn es 34 waren, dann hast du es nochmal gut nachgezählt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht, aber im März, sage ich immer, war ich jeden Tag vor oder auf einer Bühne. Weil tatsächlich einen Tag konnte ich nicht auf ein Konzert, weil ich da selber auf der Theaterbühne stand, dann war das schwierig zu vereinbaren. Würde ich aber auch nicht nochmal machen. Aber zählst du das als perfekten Monat? Ja. So. Also du hast ja, wie du vorhin schon gesagt hast, vor dem Festival Sommer war irgendwie das Ziel, auf 100 zu kommen. Du hast, wenn man deinen Kalender anguckt, das ist ja alles feinsäuberlich auf deiner Webseite nachvollziehbar, hast du ja ordentlich Gas gegeben in der ersten Jahreshälfte, hast dann aber halt auch über den Sommer hinweg, sag ich mal, versäumt, die Latte noch ein bisschen höher zu legen. Also zum Beispiel im Juli warst du nur auf 4 Konzerten. Gar nicht mal so freiwillig. Also find mal Konzerte, wenn überall nur Festivals sind. Okay, krass. Nicht so einfach. Weil ich wollte fragen, ob dich das selber ein bisschen nervt, dass du quasi die Latte nicht noch... Ja, okay. Also tatsächlich, nachdem ich gemerkt habe, okay... 100 vor der Festivalpause ist realistisch. Hätte ich auch fast geschafft. Allerdings war es dann so, dass im Mai mein Vater leider spontan ins Krankenhaus gekommen ist mit einer schweren Diagnose. Da habe ich dann tatsächlich auch mal die Konzerte hinten anstehen lassen. Habe gesagt, okay, scheiß drauf, ab ins Auto, zu ihm hochballern, war die absolut richtige Entscheidung. Würde ich auch natürlich immer wieder so machen. Nichtsdestotrotz ist mir da nochmal die Woche verloren gegangen. Damit habe ich es nicht mehr ganz geschafft, den Rekord auch vor der Festivalpause zu brechen. Das war eigentlich mein Ziel. Das musste ein kleines bisschen nach hinten vertagt werden. Aber ansonsten, klar, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, 183, also wirklich jeden zweiten Tag, ist realistisch, weil ich muss ja dann in Anführungsstrichen nur noch so gute 90 machen und ich habe ja erst 5 Monate des Jahres rum. Ja, dann kam der Sommer. Das war wirklich so ein Ding, ne? Hier machen wir ein Festival, da ist ein Festival, ja, ist cool. Spielt auch immer mal Headline. Die paar Headline-Konzerte, die es noch gegeben hätte, die waren dann aber tatsächlich parallel zum Nova Rock und Full Force, wo ich dann aber halt auf den Festivals war. Da warst du ja als Cheerleader gebucht auf dem Full Force, habe ich gesehen. Ja, also gebucht ist jetzt übertrieben, aber ich würde jetzt mal sagen, ich Du warst wunderschön. Du warst auf jeden Fall wunderschön. Dankeschön. Du selber bist aber nicht krank geworden in dem ganzen Jahr. Nicht zu Konzertzeiten tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich so Sommer so einen kleinen gewissen Durchhänger, so man kennt's, ne, man war auf dem Festival, man ist mal draußen, so dann war immer ein Ausruf, dann ja, genau, ne, bis das alles erstmal weg ist. Aber ich habe selber kein Konzert wegen eigener Krankheit verpasst. Also würdest du sagen, Konzerte sind gut für die Gesundheit? Das auf jeden Fall. Also Perfekt. Ich würde auf jeden Fall behaupten, ich habe mit eins der am besten trainiertesten Immunsysteme wahrscheinlich der Welt. Also, wenn ich nicht gerade noch irgendwie einen Arzt habe oder sowas, der jeden Tag an Leuten da rumschraubt, also mehr Kontakt als ich mit Menschen ist fast schwierig. Man kann aber schon sagen, dass dieser Weltrekordversuch sich etwas auf dein Privatleben ausgewirkt hat. Total.
Gab es auch positive Auswirkungen, abgesehen jetzt vielleicht von den Leuten, die sagen, oh, es ist voll geil, dass du hier irgendwie einen Weltrekurs machst, aber es gab wahrscheinlich auch eher so viele Gegenstimmen, die irgendwie meinten, ja, du hast ja nie mehr Zeit für uns. Also es geht. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist ein gewisser Freundesfilter auch dabei, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich mache einen Weltrekord für die meisten Konzerte und das ist jetzt was, wo ich mega drin aufgehe, ich sag mal ganz gemein formuliert, von einem guten Freund erwarte ich, dass das zu einem gewissen Grad zu unterstützen ist. Gerade meine beste Freundin kam dann halt ab und zu und so, hey, 183 klingt cool, mach mal langsam, so, du willst danach auch noch irgendwie leben können. Aber cool, dass du es machst, vielleicht 130. Also so ein bisschen okay. die Sorge. Genau, so die Sorge ist vollkommen okay, die zu haben, aber... Wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, ist also, ja, was ist denn das für ein Scheiß, also ey, totale Rotze, was du da machst, also ganz ehrlich, dann brauche ich dich nicht in meinem Freundeskreis. So, weil ja, wenn du jetzt sagst, du willst gerne Briefmarken sammeln, dann sage ich, okay, tu das, finde ich langweilig, mach. Ne, ich habe einen Kumpel, der geht angeln. Okay, was machst du da? Ja, ich sitze am See, so auf dem Bierchen, hab mein Nagel da. Ja, toll. Das kann ich auch auf dem Festival machen. Da habe ich noch Musik dabei. Das ist so, also, so gesehen. Ne? Also jedem sein Hobby. Und wenn es Spaß macht, dann soll man es machen. Ich habe aber natürlich schlichtweg die Auswirkungen gehabt, dass ich sage so, ja, hey, ich feiere da und da meinen Geburtstag. Ah, ohne mich. Also ich bin da teilweise nach den Konzerten auf die Privatpartys dann noch gegangen, dass ich gesagt habe, so ja, also auf der Show. Ich bin dann, ja genau, quasi auf der Show, ich bin dann so gegen 23 Uhr fertig. Ja, kann mit dir reinfeiern, wenn ich mich beeile. Genau, kriege ich dann alles noch irgendwie hin. Also gerade jetzt an die Privatpartys. Die sind ja jetzt nicht um 23.30 Uhr dann zu Ende, dann ging das noch. Aber ich habe tatsächlich auch wirklich sagen müssen, das ein oder andere, nee, geht nicht. Oder dann auch wirklich gesagt, okay, Trade-off, auf das Konzert gehe ich nicht, weil eine Hochzeit zum Beispiel, ich habe nachgefragt, aber meine Cousine wollte es nicht verschieben. Unverständlich. Habe ich auch gesagt. Naja. Aus der LVZ habe ich entnommen, dass du Kraftklub in der Rinne hier in Dresden als perfektes Konzert beschreiben würdest. Gute Atmosphäre zwischen, also so eine Connection zwischen Artist und Fans. Und gute Vorbands, Überraschungsgäste auf der Bühne und so weiter und so fort. So abgesehen von den Sachen, die ich jetzt vielleicht schon angesprochen habe, was macht denn sonst noch ein gutes Konzert für dich aus, wo du sagst, oder braucht ein Metal-Konzert zwangsläufig ein Pit zum Beispiel? Das ist ja immer wieder so ein Streitpunkt. Ja, also ich sag mal so, zwangsläufig ein Pit ist zu viel gesagt. Es kommt immer sehr auf den Stil der Musik drauf an, sagen wir es mal so. Ich habe auch Konzerte, Fersengold Nacht der Balladen zum Beispiel, auch bei mir sehr, sehr hoch im Kurs. Das ist ein Sitzkonzert. So, da ist natürlich jetzt Pit irgendwie schwierig. Nacht der Balladen sagt es ja auch schon aus. Genau, das ist eher so die ruhigen Songs, die nachdenklichen Songs. Aber man bekommt dann auf der Tour immer nochmal Background-Geschichten dazu und nimmt die Songs mit einem ganz anderen Auge oder Ohr wahr. Das also auch mega geil, absolut zu empfehlen. Von daher, nein, Pit braucht es nicht immer. Es kommt aber so ein bisschen drauf an. Was ich halt schade finde, ist so jetzt wirklich diese, ich sag mal, Death Metal, Black Metal, wo du dann nur noch da stehst und mit dem Kopf wackelst und sonst passiert da irgendwie nichts. Weiß ich nicht. Dann, also, das kann ich mir auch echt auf Platte geben. Ja. Also es kommt immer sehr, sehr stark drauf an. Aber wie du es gerade schon beschrieben hast, was ich da auch gesagt habe, das sind so die Kernpunkte. Wenn du halt wirklich merkst, okay, du hast. Der Artist hat Spaß, die Crowd hat Spaß und es kann auch tatsächlich schon mal sein, dass du ein an sich geiles Konzert hast, aber du hast einfach nur ein total dummes Arschloch neben dir stehen und da wird dir ein Bier drüber gekippt oder sowas und dann sagst du ja, okay, war schon cool, aber für mich ein Scheißkonzert. Das ist halt super subjektiv. Weil wir gerade von subjektiv sprechen, also Kraftklub teilt sich ja quasi so den ersten Platz. Mit einem gewissen anderen Konzert, wo wir beide tatsächlich anwesend waren und beide sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben. Du hattest einfach einen scheiß Platz. Naja, also es geht um Blink-182 in Prag. Ja, ich hatte wahrscheinlich einen schlechteren Platz als du, weil ich meine, viel geiler als wo du standest, geht ja halt auch nicht mehr. Dritte Reihe, also ich konnte quasi die Jungs riechen, ja. Ja. Ich stand hinten quasi in dem Bereich, wo man nicht extra noch mehr Geld bezahlen muss, um dann vorne
Es ist Blink 182 in Originalbesetzung. Ey, das ist wirklich nicht, ich verurteile dich dafür nicht, aber ich finde, dass es das gibt, primär finde ich halt scheiße. So. Davon mal abgesehen, fand ich dieses Konzert einfach so unfassbar. Es war so enttäuschend, weil die Setlist war, Alter, die war so geisteskrank geil. Aber die Akustik in dieser Halle, es ist mir wirklich teilweise schwer gefallen, die Lieder überhaupt zu erkennen. Aber so unterschiedlich kann es halt sein. Das ist genau, was du sagst. So eine Konzerterfahrung ist halt immer auch sehr subjektiv, je nachdem, wo man steht, wie viel man im Turm hat. Und also wer da dabei ist. Da war ich sogar relativ gut dabei, weil ich musste danach noch, also gut im Sinne von nüchtern, weil ich musste danach mal wieder zurück nach Leipzig fahren. Ich war die Tage davor im Park, aber bin dann danach zurückgefahren. War ja am Tag drauf schon wieder in München, aber anderes Thema. also tatsächlich, wir hatten nochmal einen Monitor auch quasi auf der Bühne. Also wir haben den Sound im Endeffekt von der Bühne bekommen. Das erklärt und so nicht nochmal von oben. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, weiter hinten, wenn es von oben kommt, dann der Hall in der Bühne und so weiter. Das war so traurig. Also ich bin echt froh, dass ich nicht so viel für dieses Konzert zahlen musste, weil... Ja, aber anderes Thema. Also, wie gesagt, also ich muss jetzt sagen, ja, natürlich ist der Klang in so Arenen. Also es war in der O2-Arena. Es ist nie so geil wie jetzt in einer wirklichen Musiklocation. Ne? Ja, also wenn ich jetzt schon mal irgendwie zum Beispiel das Haus an. Das war jetzt nicht unbedingt das Beispiel, was ich im Kopf hatte für guten Klang. Nein, aber du weißt, was ich sage. Ja, also jetzt gerade jetzt so Locations wie die Verti Music Hall in Berlin zum Beispiel. Der Name sagt es ja schon, das Ding ist gebaut für Musikkonzerte. Ich meine, es passen jetzt auch nur, ich glaube, 4,5, genau. Also es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, okay, Mercedes-Benz Arena oder Verti, da ist halt nochmal ein Unterschied da. Weil es ist halt klangtechnisch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das stimmt. Aber was waren sonst so die Highlights? Also ich habe mir mal ein paar Acts rausgeschrieben. Vielleicht kriegen wir dich ja auch dazu, da vielleicht nochmal so ein Ranking zu machen. So die Top 10, Top 15. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das von Markus hören wollt. Oder lasst das, wenn ihr mir die auch entspannen. Ich kann mal gucken, aber es ist tatsächlich schwierig zu bewerten, schon alleine aufgrund der verschiedenen Genres. Ja. Also wie will ich jetzt ein Klassikkonzert, ich habe mir Filmmusik angehört von der Philharmonie Leipzig, total geiles Konzert, aber wie will ich das jetzt mit einem Blink 182, mit einem Kraftklub irgendwie in Relation setzen? So. Ja, der Rentner neben mir hat geklatscht, der war außer sich so. Ja, es ist also es passt Stimmung im Publikum, es ist halt so, ja, also beim letzten Song sind sie aufgestanden, das war Ekstase. Also ich habe mir mal, wie gesagt, ein paar rausgeschrieben, so auf die ich ein bisschen neidisch geblickt habe, weil ich war ja so die erste Hälfte des Jahres noch in Kanada. Deswegen habe ich vor allem, als ich dann von deinem Rekord mitbekommen habe, das war glaube ich so Februar, März oder so, habe ich dann immer so ein bisschen geguckt, was du so treibst. Und ich dachte so, boah, shit, der war schon auf geilen Konzerten. Also Bad Omens, Chaos Bay hätte ich tatsächlich auch sehr gerne mal gesehen. Smile and Burn Kind kaputt. Du warst bei The Ghost Inside im Coney Island für einen Zehner. Ja! Nachdem ich sie vorher auf dem Empiricon nicht gesehen habe. Weil das Empiricon nicht gezählt hätte. Also bin ich anstelle des Empiricon zu Siamese nach Berlin gefahren. Und hab dann gesagt, so Kumpel schreibt mir an, so hey, die haben hier gerade Secret Show, den Support Blacktooth kenne ich tatsächlich auch. Und dann habe ich gesagt so, hey, man besorge mir eine Karte. Ja, geil. ist tatsächlich ganz lustig gewesen, weil die haben ja im Coney Island gespielt und ich habe die in New York quasi am Coney Island gesehen. So, das war einfach, also naja, das ist eine längere Geschichte, das wurde dann nochmal verlegt, aber es war ursprünglich am Coney Island geplant. Dann hast du beim Fettes Brot Abschiedstour, das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Avril Lavigne in der Columbia-Halle klingt auch echt nach einem hochverlegt in die Verti tatsächlich. Ah, okay. Aber ja, war immer noch sehr geil. War ja dann tatsächlich auch der Abend, wo du dachtest, du hättest den Rekord gebrochen. Naja, also ich sag's mal so, ich habe auch da den alten Rekord eingestellt. Es war aber gerade, dass der Rekord eine Woche vorher erhöht wurde. Auf 100? Nee, da noch auf 86.
Also ich dachte, das war schon der Rekord. An die 62 genau. War es ganz am Anfang? 65 waren es am Anfang. April war mein 66. Konzert. Aha, das war okay. Im April. Ja. Und eine Woche vorher wurde der Rekord von Josh, also das ist der von 86 auf 65, Entschuldigung, Josh hat 65 gehabt, wurde der auf 86. Nein, Quatsch, stimmt gar nicht, jetzt lüge ich. Nein, vorher war das, hieß der Sudan Infante, genau, den kenne ich nämlich nicht. So, der hatte die 65 gehabt und Josh hat mich Anfang des Jahres angeschrieben, so, hey, ich habe deine Webseite gesehen, cool, ich habe den Rekord jetzt auch gerade eingereicht, aber gegen dich habe ich keine Chance. So, das war so seine erste Nachricht, da haben wir halt immer wieder ein bisschen geschrieben. Und ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass er den Rekord eingetragen bekommen hat. Ich habe aber auch gesagt, hättest du nicht eine Woche warten können, weil dann hätte ich quasi seinen Rekord auch dann nochmal gebrochen. Und somit habe ich quasi den Rekord von den 65 zwar auch eingestellt, aber da war der neue Rekord schon da. Dann kam Josh mit den 86 und irgendwann im November kam David irgendwas, weiß ich schon gar nicht mehr, wie er heißt, mit 116 nochmal. Ah ja, und das war dann der, den du offiziell... Genau, das ist der Rekord, den ich dann offiziell gebrochen habe. Ja, du warst... Und sonst noch bei Harry Styles, obwohl du eigentlich nicht so Fan von Stadionkonzerten bist. Ich wollte gerade sagen, ich bin echt kein Fan von Stadionkonzerten. Und Harry Styles ist jetzt auch, ich sag mal, nicht meine präferierte Musik, aber eine endlos geile Party. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ohne Scheiß, ne, beste Anekdote kann ich auch immer erzählen. Ich bin mit meiner besten Freundin hingefahren, die steht halt auf Harry Styles, ne, wie so gefühlt jedes Mädel. Und dann kam sie, fahren wir da hin? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Okay, let's go, ne? Und Trip da runter gemacht, alles cool. Dann stehen wir auf diesem Harry Styles Konzert und es sind natürlich wahnsinnig viele Mädels unterwegs. Fairerweise nicht alle super jung, aber schon... Ich sag mal, jetzt nicht unbedingt, der Schnitt ist nicht bei 35 plus, sondern eher, ich würde mal sagen, so 25 wäre so der Standardschnitt. Und vor uns waren so ein paar Mädels und dann irgendwann hat er die alten One Direction Songs nochmal ausgepackt. Das Ding ist, ich habe Harry Styles das ab und zu mal im Radio gehört. Natürlich so Songs wie Watermelon Sugar und so weiter, die hat man gehört, so die kann man so ein bisschen mitsummen, sage ich jetzt mal, aber nicht mitsingen. Irgendein Song von One Direction, ich weiß nicht mehr, wer es war, der war mal irgendwo auf SingStar oder irgendwie sowas drauf. Auf jeden Fall konnte ich jedes fucking Wort. Und da habe ich mir gedacht, my time to shine. Mädels macht Platz, jetzt komme ich. Und ja, sie steht da, ne, und wir gerade sagen so, oh, jetzt guck mal, die Mädels da drüben, die singen halt, dreht sich zu mir rum und ich aus voller Inbrust mach da mit. Und ich mir denke so, ey, komm, den einen Song, den kann ich mal mitsingen, dann let's go. Es war eine wahnsinnig coole Party. Aber es war halt was ganz was anderes als jetzt irgendwie The Ghost Inside oder so. Ja, ansonsten noch an Malkanderei, 100 Kilohertz, The Hives in Prag. Heavy Saurus war ja einer von zwei Tagen, wo du auf Richtig. Zwei Konzerten warst. Also zwei Konzerte an einem Tag. Genau. Und davon gab es zwei. So. Genau. Ja, einmal in Chemnitz Filmmusik, erst Harry Potter und dann, erst Harry Potter, dann Herr der Ringe. 15 Uhr Harry Potter, 20 Uhr Herr der Ringe. Gefundenes Fressen. Genau, gefundenes Fressen habe ich direkt gesagt, alles klar. Beide Konzerte, leider musste ich den Platz zwischendurch wechseln, das wäre dann noch, noch besser gewesen. Aber ja, vor kurzem Happen Essen dazwischen gewesen, war top. Und ansonsten ja Heavy Saurus um 12 Uhr und dann abends nochmal eine andere Location zu Dathan Jorvas dann. Also wen das interessiert, wen der Markus da alles live gesehen hat, wie gesagt, das ist auf seiner Webseite alles feinsäuberlich aufgelistet. Jetzt kommen wir aber natürlich zu der Frage, wer war denn so richtig scheiße? Also gab es Acts, wo, ich weiß, es gab einen Act, bei dem es so richtig schlimm war, aber gab es sonst irgendwie auch noch Acts, wo man so dachte, boah, ist schon irgendwie cringe. Zum Beispiel warst du ja bei SDP, also schwer vorstellbar, dass das nie irgendwie negative Gefühle in einem auslösen kann. Also tatsächlich kann ich da deine Meinung gar nicht mal so sehr teilen. SDP fand ich ein gutes Konzert an sich. Ich habe mich nie mit den Jungs groß beschäftigt. Was ich natürlich schon irgendwie, ich meine, wir haben sie noch da hinten liegen. Ich weiß nicht, komme ich ran? Ich komme nicht ganz ran. Kommst du ran? Ja, perfekt. Ich habe ja noch so ein kleines Side-Project, dass ich gesagt habe, irgendwie, wenn ich schon auf die Konzerte gehe, dann kann man auch nochmal das ein oder andere Autogramm sammeln. Ein oder andere, ja. 112 Bands sind geworden. Bei den Großen, gerade jetzt, wo irgendwelche Arena-Shows sind, das kannst du natürlich nicht sagen, die sind danach noch am Merch. Das heißt, dann wirklich vorher mal beim Management sich anmelden und sagen so, hey, ich bin da so ein Vollidiot, der so einen Rekord macht.
könnten wir das irgendwie hinkriegen mit der Weste. SDP hat sich zum Beispiel nicht gemeldet. So. Wo ich sage, okay, ist schade. Eingebildete. Hätte man schon mal irgendwie mal machen können. Aber das ist das einzige Negative, was ich jetzt zu den Jungs sagen könnte. Ansonsten. Ja, weiß nicht. Also SDP wäre jetzt da kein Beispiel. Ansonsten finde ich es auch immer schade, Namen zu nennen. Nur weil mir jetzt eine Musik nicht gefällt, muss es ja nicht anderen gefallen. Aber es gab natürlich schon ein paar Konzerte. Ich habe es vorhin ohne Kamera schon mal kurz erwähnt. Ich bin auf ein Konzert gefahren, klang irgendwie ganz cool bei Spotify, aber ich weiß nicht, ob die Jungs alle bekifft waren oder so, keine Ahnung. Das war so ein bisschen krumm und schief und sehr experimentell. Das weiß ich nicht, das habe ich halt nicht so gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, ich war der Einzige im Raum, der sich nicht vorher was eingeworfen hat dafür. Nur schwierig, ja. Ja, habe ich so nicht erwartet. So würde ich jetzt nicht nochmal hingehen. Aber ansonsten sind die meisten Konzerte eigentlich so gewesen, dass ich sage, man kann sich's auf jeden Fall gut anhören. Das ein oder andere war mal dazu, wo ich sage, ja, okay. Aber es gab ein Konzert, bei dem, da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht sicher, ist es jetzt offiziell Teil des Weltrekords oder bist du doch eher gegangen und hast es quasi unnötig gemacht? Ich hab, also wir reden von Finch im Haus Auensee in Leipzig. Ja. Ja, da gibt es ja auch ein Video von dir, das ist ja so auch so ein bisschen viral gegangen, fast schon. Schon. Kann man auch gerne mal uns auschecken. Auf TikTok waren es 250.000, die es gesehen haben. Aua, was war da los? Also willst du da überhaupt nochmal drüber reden? Oder die Leute können sich auch so einfach angucken. Ich wollte gerade sagen, also ist... Wen das interessiert. Ich kann jetzt nochmal die 6 Minuten runterbeten oder sowas, das glaube ich ist jetzt übertrieben. Ich würde die YouTube-Version tatsächlich empfehlen, weil da ist es ein bisschen länger und mit Beweisen unterlegt. Für TikTok und Instagram musste ich es ein bisschen einkürzen. Aber tatsächlich, ja, ist das das einzige Video, was aus meinem Standard ausbricht, wo ich keine Konzertmitschnitte in dem Sinne jetzt gemacht habe, sondern einfach, ich stehe vor der Kamera und ich erzähle was zu dem Konzert. Ja, im Detail kann man sich es da angucken. Long story short, es war gefühlt wie der AfD-Parteitag auf dem Halle. Das war nicht angenehm. Ich habe mich da sehr auf der falschen Veranstaltung gefühlt. Wer sich jetzt mit dem Künstler beschäftigt hat, weiß, dass er sehr rigoros ist, so hey, Handy weg, Handy weg. Spezielle Persönlichkeit. Ja, also da muss ich sagen. Er hat mir auch mal bei Instagram geschrieben tatsächlich, weil ich irgendwo einen Kommentar hingeschrieben habe. Nee, tatsächlich nicht. Das haben auch noch einige tatsächlich gedacht, von wegen hier, da kommt was. Einer meiner größten Kritikpunkte war, dass eine Person beim ersten Song bereits kollabiert ist in den ersten Reihen. Das hat er auch definitiv gesehen. Das kann er mir nicht anders erzählen, dass es nicht so war. Auf mein Video hat er in dem Sinne nicht reagiert, aber mein Video kam sehr zeitnah und direkt nachdem mein Video da war, und es war wirklich, ich habe das Video hochgeladen, abends dann fertig, alles klar. Ich glaube, 2 Tage nach dem Konzert, glaube ich, war das. Da war ich noch sehr, sehr nah dran. Hab das Video abends hochgeladen, hab mich ins Bett gelegt und hab mir gedacht, naja, passt schon. Wie jeden Tag. Am nächsten Tag wache ich auf, hab irgendwie so eine Nachricht von TikTok, so von wegen so, hier, Video gesperrt, Gedönse, etc. Ich denke so, wait, what? Da habe ich drauf geguckt, so irgendwie 2000 Kommentare und 100.000 plus Abrufe und irgendwie gesperrt. Ich so, erstmal so, nee, Moment mal, sperren, wieso? Widerspruch eingelegt, war auch easy, nach einer halben Stunde war das Ding wieder da und ging dann wieder komplett steil. Aber da hat man schon gemerkt, die, ja, ich sag mal, Fanboys, Fangirls haben dann natürlich auch gemeldet und gesagt, der erzählt was Negatives. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass er es gesehen hat, weil... einen Tag später hat er ein Video gemacht mit den Sunnies in, ich glaube, Hannover war es, die Helden des Konzerts, ohne euch geht hier gar nichts. Interessant. Ja, Zufälle gibt's. Komisch, sehr, sehr seltsam. Ja, aber wie gesagt, ansonsten, ich fand das insgesamt sehr unangenehm. Ich habe aber das Konzert komplett gesehen, weil ich halt gesagt habe, okay, ich habe wirklich überlegt zu gehen, aber... Ich wollte es halt auch, dass ich gesagt habe, nee. Für hast du das Geld jetzt einmal ausgegeben? Für den Rekord muss ich halt komplett da sein. Jetzt mache ich es dann auch. Und ja, ich habe es tatsächlich auch mit eingereicht. Also es zählt zu den 183 mit dazu. Was aber eher daran liegt, dass ich gesagt habe, ich habe nicht noch ein 184. unterbekommen. Matzen wurde ja abgesagt. Genau.
Aber zum Beispiel Saltatio Mortis Straßenkonzert war ich da. Das zählt ja nicht für den Rekord. Also kann ich trotzdem sagen, 183 Konzerte, ohne ihn reinzählen zu müssen. Also, verstehe. Man redet sich schön. Okay. Aber tatsächlich, das Guinness-Buch habe ich mir reingekriegt. Du hast es ja mit der Weste schon kurz angeschnitten gehabt. Du durftest ja auch einige Artists hinter der Bühne treffen. Wir haben es auch in dem Beitrag, war das ja auch zu sehen. Dazu eine Frage. Wie ist Pelle Almqvist von den Hives privat? Ja, so geiler Typ. Wenn du den auf der Bühne siehst, der hat echt, also ich weiß nicht, wie viele Batterien der Typ im Arsch hat, aber es ist, ich kann mir nicht vorstellen, ob er jetzt, ob das eine Kunstfigur ist oder ob er privat ein bisschen anders ist. Nee, also es ist, ich sag mal so, dieser Mix aus Kunstfigur und privat verschmelzend, da ist immer mein Lieblingsbeispiel Stumpen von Knorkator. Mhm. Der Typ ist wirklich genauso gestört, wie er auf der Bühne ist. Also auch zu seiner Tochter, wenn niemand dabei ist. Also wirklich, ne, du hörst ihn nur da von hinten rumschreien, irgendwas so, Tochter, ne, wo fanden Sie mein Gewand, irgendwie sowas. So, also, durch. Der Typ ist einfach nur durch. Aber ganz ehrlich, ne, wenn man den irgendwo in der Kneipe sieht, easy ansprechen, weil der kommt auch an und sagt so, ey, ich bin auch einfach nur ein Vollidiot, der Musik macht. So. Ja. Also super, super bodenständig, aber er ist halt wirklich genauso durch wie auf der Bühne. Das muss man sich dem bewusst sein, wenn man ihn anspricht. Gab es jemanden, der total anders war, als du gedacht hast? Genau, deswegen sage ich es kurz. Pelle tatsächlich auch so ein bisschen, oder die gesamte Band, die Hives drehen ja auf der Bühne komplett auf. Also das ist ja auch absolut gestört, was die abreißen. Und die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Tatsächlich, ich habe mit denen nach dem Soundcheck gequatscht. Über eine halbe Stunde hatte ich da Zeit mit denen. War super, super entspannt. Kein Termindruck, nichts. Und ja, wir saßen da einfach unten Backstage und haben uns da ganz locker unterhalten. Und die Jungs waren super, super gechillt, super entspannt. Da war jetzt nichts von, man ist irgendwie krass aufgedreht oder sonst wie. Und da haben wir uns tatsächlich auch darüber unterhalten, was ist anstrengender jetzt, auf der Bühne irgendwie rumspringen und das nur 100 Mal im Jahr oder 150 Mal oder 200 Mal im Jahr davor stehen und ja auch öfter tanzen. Wir sind zu keinem Entschluss gekommen, wer den anstrengenden Job hat, weil jeder hat so seine Vorteile. Auf der einen Seite haben sie Nightliner und können dann pennen, also gerade jetzt auch im Alter, es gibt sehr, sehr viele Bands, das glaubt man nicht, die auch auf der Bühne richtig aufdrehen, die liegen bis eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Also teilweise noch, während der Support-Act spielt, liegen die noch im Bett. Also das ist teilweise wirklich echt crazy. Aber das musst du auch. Also ich habe das ja selber auch gemerkt, wenn du jeden Tag da auf Achse bist, das ist einfach fucking anstrengend und da ist es auch absolut legitim, dass die Jungs da oder auch Mädels sich dann wirklich da bis zur letzten Minute dann noch irgendwie nochmal hinlegen, weil ganz ehrlich, gerade jetzt so The Hives, du willst halt ankommen und du willst da eine geile Show mit Abriss auf der Bühne, wenn die jetzt natürlich vorher sich schon da komplett hochhypen und quasi die innere Energiebatterie da durchballern, dann bringt das nichts, also die sparen sich das wirklich auf, bis sie jetzt sagen so, okay, jetzt geht's los, jetzt gehen wir auf die Bühne, aber dann drehen die auch dann komplett durch. Ja. Okay, ja. Abschließend oder fast abschließend, was würdest du denn jetzt jemandem raten, der deinen Rekord brechen will? Ja, also schon mal nicht Musikjournalist, einfach machen, ja. Aber ja, also ich wollte gerade sagen, so, wenn man Musikjournalist ist, hilft das bestimmt sehr. Zählt ja dann aber offensichtlich nicht. Ja, also sind wir mal gespannt. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich das vor, aber ja. Nur rein Interesse halber so. Also es gibt ja sicher irgendwelche Takeaways, die du hattest, wo du sagst, ja, das hat mir übelst geholfen. Also deine Website natürlich. Ja, also tatsächlich, um die Story noch kurz abzuschließen, bevor wir dann zu der anderen Story kommen. Es hilft natürlich ungemein organisiert zu sein. Also ich gehe mal spontan auf ein Konzert oder, oh, letzte Woche war ein Konzert, oh, habe ich verpasst. Das funktioniert halt nicht. Ich bin wirklich hergegangen und habe geguckt, okay, ich komme aus Leipzig, ich fahre zum Konzert nach München, ich penne nach dem München, dann fahre ich wieder zurück nach Leipzig. Nürnberg liegt auf dem Weg. Was spielt in Nürnberg? Und dann ist das so, ja, okay, ich komme aus München und dann bin ich halt so 18 Uhr in Nürnberg, mache dann noch ein Konzert mit 22 Uhr und fahre dann nach Leipzig hoch. Oder man hat natürlich das Glück, jetzt irgendwie in einer Stadt wie Berlin zu wohnen oder Köln, Dortmund da, wo halt wirklich jeden Tag dann auch ein geiles Konzert ist. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist einfach nur auf Konzerte gehen, zu denen man nicht hingehen möchte, weil da wirst du wahnsinnig. Das geht nicht.
Anders, ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Ansonsten, wie gesagt, einen genauen Plan machen, die Karten frühzeitig kaufen, dass man auch wirklich dann die Sicherheit hat, da noch reinkommen. Auf der anderen Seite kann das aber auch ein Problem sein, weil wenn man sich dann quasi die Tourplanung schon zurechtlegt und dann wird dann wieder ein Konzert wegen Krankheit oder irgendwas abgesagt, dann guckst du in die Röhre. Das stimmt. Also es ist mir auch dann 2-3 Mal passiert, dass ich gesagt habe, so hey, ich brauche für heute Abend ein Konzert, was geht gerade? Ja, aber ansonsten, ja, ganz ehrlich, einfach machen. Also fairerweise Geld sparen, es geht ins Geld. Aber und irgendjemanden kennen, der Physiotherapeut ist, wäre vielleicht auch eine gute Hilfe auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt noch so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Da kannst du ja mal so aus dem Bauch raus antworten. Also, es geht um deinen Weltrekord. So. Also zum Beispiel die erste Frage wäre, was würdest du sagen, war der Pit des Jahres letztes Jahr? Oh, mit ganz klarem Abstand Baby Metal in Berlin. Okay. Aber richtig volle Leute. Heftigster Pit, den ich jemals gesehen habe. Okay. Richtig crazy. Die beste Venue. Oh, beste Venue. Also ich würde tatsächlich sagen, speziellste Venue, um es mal sozusagen jetzt gar nicht mal vom Klang her, aber einfach weil es super crazy ist, The Bike Jesus in Prag. Ich weiß nicht, ob du das schon mal warst. Ah, ich habe davon gehört, ja. Das ist ein Fahrradladen. Ja. Es ist wirklich literally ein Fahrradladen. Da hängen überall so alte Drahtesel rum und so, ne? Der Merch ist literally auf der Werkbank aufgebaut. Okay. Und wenn kein Konzert ist, werden da wirklich noch aktuell Fahrräder repariert. Ah, ja. Also da hängen wirklich Kundenfahrräder oben über der Bühne mit Zettel dran von wegen von Stanislav Abholung in 3 Tagen. Also richtig crazy. Habe ich noch nie erlebt. Beste Bühnenshow. Beste Bühnenshow. Boah. Fallout Boy? Fallout Boy war auf jeden Fall auch sehr geil. Ich war gerade ein bisschen überlegen mit Electric Callboy. Mhm. Ist auch sehr heftig. Kraftklub ist zwar minimalistisch, aber auch. Ist halt eher Bühnenpräsenz. Ja, aber das macht halt auch viel aus, ne? Das teuerste Konzert war dann wahrscheinlich Blink. Harry Styles. Blink. Achso, ja, stimmt, weil Front of Stage Bereich. Ja, ja. Die größte Show? Harry Styles. Ja. Okay. Olympiastadion München, was waren das? Ausverkauft. 60? 100, knapp 100.000. Echt jetzt? Ja. Aua. Okay, krass. Was war die beste Crowd? Die beste Crowd. Spontaner erster Gedanke wäre tatsächlich Kraftklub auch. Also es war einfach so ein geiles Konzert, ey. Aber ich habe auch sehr wenige Crowds, abgesehen von der einen, die wir schon genannt haben, wo ich jetzt gesagt habe, die war halt kacke. Aber so Kraftklub war auf jeden Fall da vorne mit dabei, aber grundsätzlich tatsächlich auch Bad Omens Berlin oder auch in Leipzig wären jetzt auch nochmal so, die mir mit einfallen. Da war die Crowd von Bad Omens noch nicht so unangenehm, wie es jetzt ist, wahrscheinlich. Ich finde sie jetzt auch gar nicht so schlimm. Okay, ich habe sie dieses Jahr auch schon 3-mal gesehen. Stimmt, ja, natürlich. aber sie waren noch nicht ganz so jung und weiblich und TikTok-affin. Genau. Die verrückteste Anreisesituation oder so An- und Abreise? Verrücktes. Doch. Bukahara. Ah, ja. Bukahara im Haus Auensee. Ist ja gar nicht so weit weg. Ja, genau, weil eigentlich wollte ich zur Sonderschule nach Magdeburg. Und ich habe mich sehr auf Sonderschule gefreut. Deine Cousine war Support. Auch eine sehr gute Empfehlung. Also eine saugeile Kombination. Factory Magdeburg, auch eine relativ kleine Location, gut gemacht. Wo ich gesagt habe, richtig geile Show. Ja, ich komme ans Auto, will losfahren. Auto sagt nein. Batterie leer, ich habe das Licht angelassen. Ganz tolle Nummer. Das Problem war, es ist natürlich schon kurz vor knapp. So, was machst du jetzt? Ich also geguckt, was ist denn irgendwie los? Und Bukahara ging irgendwie schon so um 18:30 oder sowas los. War so relativ knapp. Und ich habe nur gewusst, eine Freundin ist heute auf dem Konzert. Ich habe weder gewusst, wo, ich habe weder gewusst, was irgendwie los ist. Ich habe nur gesagt, okay, irgendwas ist da. Ich habe angeschrieben, so, Judith, wo bist du heute? Was machst du? Da gibt's da noch Karten. Ja, Bukahara heißt die Band. Weiß ich nicht, ist, glaube ich, ausverkauft. Bist du schon? Ja, ich stehe in der Stange. Find jemanden, der eine Karte hat. Und tatsächlich war es dann so, sie hat dann noch jemanden gefunden, ist dann schon reingegangen, hat mir die Karte durch den Zaun gereicht und ich bin dann noch schnell reingehuscht und war dann gerade noch pünktlich da. Beste Supportband?
Kupfergold, tatsächlich. War bei Mr. Hurley und dem Pulveraffen dabei. Und es ist halt so, ja, ich sag mal, mittelalterliche Tavernenmusik, aber richtig geil. Auch sehr zu empfehlen, sind die jetzt auch wieder auf Tour. Und so ist wahrscheinlich sehr schwer zu definieren, aber so der Geist im Moment. Doch, kann ich ganz genau sagen. Siamese relativ genau vor einem Jahr in Berlin im Cassiopeia. Ich habe eine Insta-Story gemacht, dass ich aufs Konzert gehe, von wegen hier so Weltrekord, ich komme, nächstes Konzert. Habe mir gar nichts mal dabei gedacht, aber ich habe halt auch die Band wie immer drauf markiert. Und ja, habe dann Mirza nochmal angeschrieben von der Band, habe dann nochmal gefragt, von wegen hier, seid ihr eigentlich am Merch und so weiter. Und dachte schon, ja, wir sind am Merch, wir sehen uns am Merch. Okay, cool. Weil sie haben halt die Story haben sie halt geliked. Habe ich mir gedacht, okay, cool, kannst du mal anschreiben, kannst du nochmal sicher gehen. Ich denke mir, Cassiopeia, kleine Location, da sind die Bands eigentlich immer am Merch, aber wenn du schon mal die Möglichkeit hast, frag nach. So, ich stehe dann also auf diesem Konzert, denk mir nichts Böses, stehe tatsächlich wirklich in der letzten Reihe, weil sau anstrengende Zeit. Und ja, bin da hinten gerade und jeder kennt diese Situation auf der Bühne. Ne? Jetzt kommt dieses, ja, und wir wollen natürlich noch ein paar Leuten danken. Und dann werden die Tontechniker aufgezählt, der Lichttourmanager etc. Dieser Werbeblock, sage ich jetzt mal, wo keiner so genau zuhört. Und ich denke mir dann so, ja, okay, ne, jetzt klatschen wir gleich für die Tontechniker und so weiter. Ich meine, die machen einen wichtigen, coolen Job. Also, ne, Shoutout an alle Techniker auf den Konzerten. Ohne euch geht da gar nichts. Ich will das gar nicht kleinreden. Nichtsdestotrotz, wenn du auf dem Konzert bist, das interessiert so ein bisschen, sich halt jetzt gerade nicht. Man applaudiert halt so. Genau. Aber es ist halt, du willst eigentlich, dass die Band weitermacht. Ja. So. Weiß jeder, wissen auch die Techniker. So, also ich denke so, okay, jetzt kommt der Werbeblock, ne? Und ich daddel dann halt so ein bisschen am Handy nebenbei und gucke, dass die Aufnahmen was geworden sind, weil ich muss ja, wie gesagt, ein paar Fotos, Videos auf den Konzerten machen. Und dann fängt er an so, yeah, there's one dude who's doing a world record. Moment! Was kommt jetzt? Ne? Also es ist wirklich dann quasi in dem Moment Handy nicht mehr durchgucken, sondern mal kurz aufnehmen. Ja, ich meine, das könnte jetzt wichtig werden. Und dann kommt er tatsächlich an und sagt so, yeah, we do not know if you're here, we do not know if you need the, if you want the attention, but I'm giving to them anyways. Das war so sein Spruch. Also er weiß nicht, ob ich die Aufmerksamkeit will, aber er gibt sie jetzt mir. So, Markus, bist du da? Und ich so, ja, hi. Ja, komm doch mal auf die Bühne, ich will dich umarmen. So. Und dann wirklich auf die Bühne geholt und dann mal kurz, ich meine, es ist eine kleine Location, es sind halt vielleicht 250 Leute, aber dann trotzdem dann dastehen und kurz mal auf der Bühne 3 Minuten Zeit gefühlt, also gefühlte 10 Minuten, wahrscheinlich waren es 20 Sekunden, wirklich auch so ein paar Fragen zum Weltrekord beantworten, war schon richtig crazy. Aber ansonsten auch alles, was mit Dritte Wahl zu tun hat, weil das war auch einfach insgesamt ein crazy Konzert damit komplett. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deinen Weltrekord zu reden. Ja, klar, gerne. Du bist auf jeden Fall jetzt Ehren-Pit-Reporter, weil wenn man jemanden so nennen kann, dann bist das auf jeden Fall du. Ich finde es auch schön, dass wir passenderweise jetzt gleich noch zusammen zum Konzert gehen können. Na klar. An alle da draußen, nehmt euch ein Beispiel an Markus, geht mehr auf Konzerte von Bands, die ihr nicht kennt oder die ihr mal irgendwie gehört habt und geil findet, unterstützt die Branche. Ich finde es sehr inspirierend, was du gemacht hast. Ich bin nicht unbedingt neidisch drauf, glaube ich, aber es ist schon ein geiles Achievement und einfach Glückwunsch, dass das jetzt auch alles anerkannt wurde, dass das so durchgegangen ist und beeindruckende Leistung. Also ich kann es auch nur noch mal sagen, wirklich, geht auch zu den kleinen Bands. Also mittlerweile, der Döner kostet gefühlte 20 Euro, also dafür kriegt man auch eine Konzertkarte. Oder Essen halt oder Konzerte, zwei Frage stellen. Ja gut, also in der Regel ein bisschen Toastbrot hat man ja noch zu Hause. Ne? Das, also, zum Bier aufsaugen. Das geht auf ein Festival, das geht dann auch mal zu Hause. Nee, aber ganz im Ernst, diese ganz kleinen Konzerte für unter 20 Euro. Das bleibt dann auch wirklich noch bei den Künstlern hängen, die richtig kleinen Dinger. Geht einfach mal hin, hört euch das an, weil ich wurde da wirklich eigentlich nie enttäuscht. Also das ist wirklich was, das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Geil. Ja, nehmt euch, wie gesagt, ein Beispiel und vor allem abonniert den Pit Report, um weitere News, Reviews, Berichte und alles weitere rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wir gehen jetzt tanzen und wir sehen uns im Pit, genau. Vielen Dank.
Danke dir.